menschlich intelligenteste Lebewesen auf der Erde ist der Mensch. Aber die schlechte Nachricht, er ist auch der grausamste unter allen Lebewesen. Der Mensch ist das Lebewesen, was sich bewusst Selbstschaden zufügen kann und auch anderen Lebewesen bewusst Schaden zufügt. Kein anderes Lebewesen würde sich selbst schaden oder sich selbst zerstören, und das bei vollem Verstand. Wir sind alle fühlende Lebewesen, die auf unserem Planeten Erde zusammenleben. Tiere werden mit ihren Instinkten und Überlebensmechanismen geboren. Menschen werden mit ihren Intuitionen und als kleine unschuldige Babys geboren, die von ihren Eltern geprägt und erzogen werden. Der Unterschied von Mensch und Tier: Menschen nutzen Geld für Macht und Kriminalität, Neid und Gewalt. Ein Tier bekommt in seiner Kindheit von seinen Eltern alles Wichtige fürs Leben und zum Überleben vermittelt. Es bekommt Sozialverhalten und Zusammenhalt, aber auch das Leben in einem Rudel und seine Rangordnungen gelehrt. Es wird liebevoll von seiner Mutter aufgezogen. Der Nachwuchs spielt untereinander, aber es gibt keine Verletzungen und niemand im Rudel würde einem anderen schaden. Wir sind alle fühlende Lebewesen, die auf unserem Planeten Erde zusammenleben. Tiere werden mit ihren Instinkten und Überlebensmechanismen geboren. Menschen werden mit ihren Intuitionen und das kleine unschuldige Babys geboren, die von ihren Eltern gepflegt und erzogen werden. Der Unterschied von Mensch und Tier: Menschen nutzen Geld für Macht und Kriminalität, Neid und Gewalt. Schon in der frühesten Prägungsphase die soziale Stellung in der Erziehung ein Bestandteil. Geld und Macht werden schon von klein auf weitergegeben. Kinder, die Gewalt, Misshandlung und schlechtes Benehmen vorgelebt bekommen, werden dieses Verhalten genauso leben und genau wie die Eltern andere Lebewesen damit unterdrücken, quälen und sogar bewusst töten und vernichten. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich selbst schaden und selbst ins Verderben stürzen kann. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das rein aus Macht und Gier verletzt und tötet, was sich selbst zerstören kann. Sogar seine eigene Familie einfach auslöscht. Menschen können bedingungslos lieben, aber auch grausam sein. Aber auch grausam sein. Wir sind alle fühlende Lebewesen, die auf unserem Planeten Erde zusammenleben. Tiere werden mit ihren Instinkten und Überlebensmechanismen geboren. Menschen werden mit ihren Intuitionen und als kleine unschuldige Babys geboren, die von ihren Eltern gepflegt und erzogen werden. Der Unterschied von Mensch und Tier: Menschen nutzen Geld für Macht und Kriminalität, Neid und Gewalt. Hört auf, eure Macht mit unseren Tieren auszuleben. Auf eure Macht mit und an Tieren auszuleben.